Ja, dann legen wir los. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 10. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga, unserem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock. Am kommenden Sonntag, 17.10. um 13.30 Uhr sind wir zu Gast im Ostseestadion in Rostock. Ganz herzlich begrüßen darf ich natürlich unseren Trainer Alois Schwarz und der legt auch gleich los. Ich denke mit einem kleinen Rückblick, was Testspiel, Länderspielpause und so weiter betroffen hat, aber natürlich auch mit dem Ausblick zu Hansa Rostock. Bitteschön. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Rückblick beziehungsweise, wenn wir gleich mal mit den Personalien anfangen, das erfreulich und auch manchmal nicht erfreulich ist. Also Carlo Sieginger ist erkältet, wird nicht mitfahren können. Dann Julius Biada weiterhin verletzt, genauso wie Rick Wulle. Und bei Gianluca Gordino, der hat das Trainingslager sehr, sehr gut mitgemacht, aber hat einen Rückschlag bekommen. Also das Immunsystem anscheinend noch nicht so gestärkt. Wird dann dementsprechend auch ausfallen. Erfreulich ist, dass Spieler wie Dennis Diekmeyer, Christian Conte und Pascal Destroth alles voll mitgemacht haben, voll durchtrainiert haben, keine Schmerzen dementsprechend hatten, um so weit in Anführungszeichen mit dem Trainingsrückstand, den sie natürlich haben, durch die Wochen, ja, weil Pascal war es, glaube ich, 5 Wochen, wo er nicht viel machen konnte, bei Dennis auch, dass da noch ein bisschen Rückstand ist, aber sie sind schmerzfrei und voll durchgezogen. Ja, nach so einem Spiel, das man hatte gegen Darmstadt, wollen wir gar nicht mehr groß drüber sprechen, weil es hing schon noch den einen oder anderen Tag in den Klamotten drin. Immerhin auch jetzt mit Abstand ein bisschen schwer zu erklären. Die zweite Halbzeit war wie so ein kompletter Systemabsturz. Das haben wir aufgearbeitet und haben darüber gesprochen, haben auch an Dingen im Trainingslager gearbeitet. Wir hatten dann ein Testspiel gegen den VfB Stuttgart, wo wir 4-1 gewonnen haben. Da hat die Mannschaft wieder ein anderes Gesicht gezeigt. Sehr, sehr konzentriert, sehr, sehr aggressiv. Dem VfB Stuttgart kaum Tormöglichkeiten zugelassen und selber nach vorne sehr effektiv gewesen. Und mit diesem Testspielsieg ist man natürlich auch ein bisschen freudiger ins Trainingslager gefahren. Haben im Trainingslager viel gearbeitet, haben auch daran gearbeitet, wie wollen wir verteidigen, wie verteidigen wir, um auch die Gegentorflut ein bisschen eindämmen zu können. Und natürlich in der Physis. Und letztendlich muss ich sagen, war es ein sehr, sehr gelungene Tage und natürlich, das haben wir mitgenommen jetzt in diese Trainingswoche und auch natürlich, dass wir es auch mitnehmen nach Rostock. In dieser Liga ist sowieso nichts einfach, auch in Rostock sind eine sehr, sehr spielstarke Truppe und da gilt es richtig dagegen zu halten. Das mal von meiner Seite. Ja, hallo, vielen Dank und dann schaue ich mal in die Runde. Wer mag beginnen? Nils Wollenschläger, Headline 24. Bitte schön. Ja, Schwarz, Sie haben es angesprochen. Christian Conte, Dennis Diekmeyer und Pascal Destroth sind wieder schmerzfrei. Heißt es im Umkehrschluss aus, Sie sind alle drei eine Option für die Startelf oder kommt es dann immer noch zu früh? Also sie sind eine Option. Jetzt, ob sie natürlich dann 90 Minuten durchhalten können, deswegen muss man sich immer da das Richtige auch rausfinden, weil der Trainingsrückstand war schon ein bisschen da. Um da das aufzuholen, sie haben sehr, sehr gut gearbeitet, aber der eine oder andere könnte eine Option sein. Max Wendel, Schwetzinger Zeitung, dpa. Herr Schwarz, erstmal willkommen zurück, weil wir haben uns noch nicht gesehen vorher. Danke. Wie oder was nehmen Sie denn mit aus dem Trainingslager, wie haben Sie denn Ihre Mannschaft im Zwischenmenschlichen vielleicht jetzt wieder neu kennengelernt? War ja jetzt dann auch ein paar Tage, wo man wirklich ununterbrochen miteinander verbracht hat. Ja, das war natürlich auch ein Hauptgrund mit, dass man die Mannschaft etwas besser kennenlernt, die Mannschaft im Umgang, aber auch in Situationen. Und man hat viele Gespräche führen können, das war auch wichtig. Und die Mannschaft hat auch mich ein bisschen besser kennenlernen können, auch das gehört, glaube ich, dazu. Und deswegen waren diese Tage wichtig. Christoph Hofner noch mal zuerst, Rhein-Neckar-Zeitung. Und dann kommen wir nochmal zum Nils. Herr Schwarz, Stefan Kulowitz hat unter der Woche gesagt, dass
dass er quasi bis zum 10. Spieltag eigentlich Zeit gehabt hätte. Gibt es für Sie auch so ein Ultimatum, bis wohin man sich zusammensetzt, jetzt nach einem Sieg, einer Niederlage, also weiß ich, Ende der Hinrunde, dass man sich da nochmal zusammensetzt und bespricht und analysiert, wie es aussieht, oder ist das bei Ihnen nicht der Fall? Also Sie denken schon weiter, sowas habe ich jetzt... Nee, das ist nicht der Fall. Wir haben jetzt erstmal zwei Spieltage hinter uns und die Mannschaft hat das eine Gesicht gezeigt und das andere. Und jetzt im Testspiel haben sie wieder ein ordentliches Gesicht gezeigt und ich hoffe, dass es bei dem Ordentlichen auch bleibt. Was dann rauskommt, ja? Ich meine, diese Liga ist sau schwer, das wissen wir alle. Da geht es um Kleinigkeiten. Ich sage immer so klein wie der Dreck unter dem Fingernagel, die muss man richtig machen, sonst ist man zweiter Sieger. Und an den Dingen arbeiten wir jetzt. Was für Spieltage, wenn man sich da zusammensetzt und guckt, was für einen Stand man hat. Also da denke ich gar nicht drüber nach. Ich denke, jetzt erstmal nach Rostock. Nils. Ja, es ist mit Blick auf die Tabelle schon noch früh in der Saison auf jeden Fall. Aber würden Sie schon sagen, es ist so ein bisschen ein wegweisendes Spiel. Man kann ja mit Hansa Rostock auch gleichziehen oder eben im Umkehrschluss, dann könnte mit Hansa Rostock eine weitere Mannschaft ein bisschen davonziehen. Ja gut, das war es ja auch jetzt gegen Darmstadt. Ja. Man hätte ja auch gleichziehen können. Man guckt jetzt nicht unbedingt da drauf, sondern man guckt auf seine Leistung. Und wenn die Leistung dann stimmt, dann werden auch die Ergebnisse kommen. Und für uns ist wichtig, dass wir es einfach schaffen. Hannover war ja schon ganz gut, über eine längere Zeit eine Konstanz in sein Spiel reinzubekommen. Ja. Ich denke, wir haben es da wirklich über 80 Minuten hinbekommen. Wünschenswert wäre es über 90 plus Nachspielzeit. Da eine Konstanz reinzukriegen in sein Spiel, aber auch eine Stabilität. Und dann auch wünschenswert über 90 Minuten und die letzten 25 Spieltage, die noch ausstehen. Max Wendel. Ja, wenn man mal die ersten 45 dann sieht, dann war man so ein, ja, das war eigentlich ein Pari-Spiel so ein bisschen, schenken dann dem Gegner dann noch kurz vor der Halbzeit ein Tor. Da willst du viel rauskommen und willst das Ding umbiegen und dann kriegst du in der 47. Minute so ein Tor und das war wie die Beine weggezogen. Man sieht das dann auch in Körpersprachen, auch darüber haben wir gesprochen, ja. Auch wenn man ein drittes Tor bekommt, ja, im Fußball ist alles möglich, man muss einfach dran glauben. Und in dem Moment hat die Mannschaft nicht mehr dran geglaubt. Ja. Christoph Hofner. Herr Schatzer, anschließend waren Sie dann im Kurztrainingslager nicht nur als Fußballlehrer, sondern auch so ein Stück weit als Psychologe, sage ich jetzt mal, gefordert? Ja, ich glaube, wenn man eine Mannschaft trainiert, beinhaltet es vieles, auch diese Dinge. Deswegen kommt das auch dazu. Ja. Max Wendel. Also ich sage mal, es gibt im Sport immer Dinge, die man wegstecken muss, auch mal sowas. Man kann auch mal 6-0 gewinnen. Auch hier, ich habe es auch mal geschafft, mit Sandhausen in Paderborn 6-0 zu gewinnen. Dann schreit auch nicht gleich jeder nach einem Psychologe. Ich glaube, sowas passiert einfach mal. Man muss es einordnen können, aber man muss es wissen, dass sowas nicht mehr wiederholt. Nils. Ja, ich erwarte, dass sie das machen, was sie in den letzten Spielen auch gemacht haben, sehr, sehr aggressiv spielen, ihr Stadion nutzen, ihre Fans nutzen, um das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Und da muss man einfach auch mental frisch sein und auch ruhig bleiben, um dann dementsprechend auch sein Spiel durchzuziehen, um dann vielleicht so wie in Hannover erfolgreich wieder nach Hause zu fahren. Christoph Hofner. Herr Schwarz, Sie haben schon die Fans von Hansa Rostock angesprochen. Am Sonntag dürfen Sie, glaube ich, zu 75% Ihr Stadion auslasten, sprich 21.000 Zuschauer. Spielt es in der Vorbereitung auch eine Rolle, weil das war man jetzt schon lange nicht mehr gewohnt, dass man quasi wirklich auch noch gegen den 12. Mann spielt, sage ich mal.
Ja, auf der einen Seite spielt es eine Rolle, auf der anderen Seite freut es mich, dass man wieder Zuschauer im Stadion, weil das macht auch den Fußball aus. Die Leidenschaft, die Fans mitbringen, ja, die Atmosphäre. Und das sollte man als Spieler aufsaugen und positiv ummünzen. Gibt es noch weitere Fragen? Nee, ich sehe viele zufriedene Gesichter, das ist gut. Dann herzlichen Dank. Wir freuen uns auf den Sonntag. Ich darf noch auf unseren Hartwald-Hörfunk hinweisen, der gegen 13.20 Uhr auf Sendung geht. Für alle die, die nicht in Rostock sein können, da kann man reinhören. Die werden das dementsprechend mit kommentieren. Dann danke an unseren Trainer. Danke fürs Kommen. Bis Sonntag. Gesund bleiben. Das war's von uns. Tschüss. Dankeschön.